solche Töne, wie sie jetzt in der Tschechischen Republik von einigen Politikern geäußert wurden, die kennen wir in Deutschland noch viel länger. Aber ich sage ganz klar, diese Töne führen in die Irre. Denn wenn man nicht zusammenhält und dieses Europa nicht als Gemeinschaft begreift, dann herrscht das Faustrecht des Stärkeren. Und gerade die kleineren Länder haben ein großes Interesse daran, dass die Gemeinschaft stark ist, die Gemeinschaftsinstitutionen stark sind. In der Europäischen Kommission hat jedes Land einen Kommissar, ob es Deutschland ist oder Luxemburg. Im Europaparlament haben die kleineren Länder proportional viel mehr Abgeordnete als die größeren. Das heißt, die EU ist darauf aufgebaut, den kleineren größer zu machen und den größeren kleiner. Und so die Gemeinschaftssolidarität herzustellen. Wenn wir zurückkehren wollen zum Faustrecht des 19. Jahrhunderts, werden wir alle darunter leiden. Und deshalb glaube ich, ist es auch das Interesse des deutschen und des tschechischen Steuerzahlers, denen zu helfen, die unverschuldet am meisten gelitten haben, wie zum Beispiel die Italiener oder die Spanier. Die sind ja nicht aus irgendwelchen Fehlern heraus so gestraft worden oder in so eine schwierige Situation gekommen, sondern das ist ein Schicksal. Und morgen ereilt es die Tschechen oder die Deutschen oder die Franzosen, und da wird es auch nötig sein, dass alle einander beistehen. Also es gibt ein Sprichwort, das heißt, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir sollen niemals sagen, wir haben alles so toll gemacht und die anderen haben Fehler gemacht, das stimmt nicht. Was anderes war früher, wie man die Schuldenpolitik diskutiert hat, da hat das eine Land Schulden gemacht, das andere nicht. Dass man darüber diskutiert, das verstehe ich. Aber Corona hat zugeschlagen, ohne dass man vorher wusste, wo. Und es hätte jeden genauso treffen können, wie ein Erdbeben, wie eine Naturkatastrophe, wie vieles andere. Wir werden als Europäer entweder eine Gemeinschaft sein oder wir werden nicht sein.